Warum ist Affirmieren wie ein Roboter so ein wichtiges Tool, aber warum es bei dir vielleicht noch keine Ergebnisse gezeigt hat? Darauf will ich jetzt in diesem Video eingehen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Patricia Bender. Ich bin die Gründerin von Divine Design World und der Divine Design Reise. Und ich bin hier, um dich an dein wahrhaftiges Bewusstsein zu erinnern, an deine Kraft, an deine Macht und deine Power, wirklich alles, ausnahmslos alles zu manifestieren, was du nur möchtest. Affirmieren wie ein Roboter. Was ist Affirmieren? Affirmieren heißt festlegen. Du legst eine Realität fest, du legst eine Tatsache fest. Und das tust du sowieso immer. Du affirmierst sowieso den ganzen Tag wie ein Roboter. Wenn sich deine Gedanken im Kreis drehen und du immer wieder die gleiche Frage stellst, warum? Warum hat er das gemacht? Warum hat er das nicht gemacht? Warum meldet er sich nicht? Warum hat er mir gesagt, er liebt mich nicht? Warum hat er das und das und das? Und was kann ich tun, damit es anders wird? Müsste ich was sagen? Soll ich mich melden? Soll ich mich nicht melden? All diese Sachen. Wenn die in deinem Kopf vor sich gehen, sind das Affirmationen und du machst sie wie ein Roboter. Immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche, die gleiche Leier, immer wieder. Und das ist deine Gabe. Das können wir. Das ist die Gabe unseres Verstands. Unser Verstand, der kann sich richtig festbeißen, in einem Programm hängen bleiben und immer wieder die gleiche Leier abspulen. Und jetzt geht es darum, dass du erkennst, wie du das für dich nutzen kannst. Und zwar pflanzt du dir eine Leier ein, die das festlegt, was du haben möchtest. Und es ist völlig egal, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt, ob du es schon im Außen gesehen hast, ob es sich schon bewiesen hat, weil es sind ja nur Fragen, die da in deinem Kopf rumgehen. Wie in einem Roboter. Warum hat er nicht? Warum hat er nicht? Warum macht er nicht? Warum ist er nicht da? Warum nicht? Warum nicht? Ändere die Frage. Warum liebt er mich? Warum will er mich? Warum ist er so verrückt nach mir? Warum habe ich so viel Geld? Warum bin ich so reich? Warum bin ich so geliebt? Warum bin ich so erwünscht? Das sind diese klassischen Ask-Firmationen. Aber alles sind nur Affirmationen trotzdem, weil du legst etwas fest. Ob du das im Fragemodus machst oder im Statement-Modus, es ist völlig egal, weil es geht um die Energie, die dahinter steckt, weil die Energie ist die Information, die sich hinterher manifestiert. So funktioniert unser energetisches Universum. Einfach so. Also wie du diese Information ins Universum rausschießt, ist völlig egal. Es muss einfach die gleiche Information sein und konsistent. Und so konsistent, wie es eine Maschine, wie es ein Roboter machen würde, der programmiert ist. Und du bist nichts anderes wie ein programmierter Roboter. Dein Gehirn ist ein programmierter Roboter. Nur leider auf der falschen Frequenz, mit der falschen Information programmiert, aus der falschen Quelle programmiert. Also ist es deine Aufgabe, alles dafür zu tun, dass sich die Sache umprogrammiert. Und das ist das Problem. Die wenigsten tun das. Sie glauben, ihre Gedanken sind nun mal so, die sind richtig in Stein gemeißelt. Aber nein. Du hast doch jeden Gedanken die Wahl. Das ist der freie Wille. Du hast freier Entscheidungswille. Du kannst entscheiden, was du denkst. Da sitzt niemand anders in deinem Kopf. Da hat niemand anders Einfluss auf dich. Das ist eine Farce. Du gibst anderen Einfluss, Macht und Kraft, dir zu sagen, was zu tun ist. Und dabei vergisst du, dass es immer du bist. Du sagst, was andere meinen, wie andere dich beeinflussen, was andere dir für Perspektiven überstülpen, was andere von dir glauben und meinen. Es bist immer du.
Deswegen ist die Sache mit diesem Selbstkonzept so wichtig. Und es ist ein Selbstkonzept und es ist nicht nur Selbstliebe, es ist nicht nur Selbstanerkennung, es ist nicht nur Selbstrespekt, es ist so viel mehr. Es ist ein Ansichtskonzept, es ist ein Konzept deiner Identität, wer du bist und wie du andere siehst. Und dieses Konzept zu verändern, um deine Reflexion im Außen zu verändern, geht über konsistent und dranbleiben, um programmieren wie eine Maschine. Und ja, es ist langweilig. Es kann langweilig sein, aber ist dir denn nicht auch schon langweilig, dass du den ganzen Tag in deinem Kopf drüber nachdenkst, was du falsch gemacht hast, was andere falsch machen, warum andere falsch sind, was nicht stimmt in deinem Leben, wo der Mangel ist? Ich meine, diese Leier langweilt doch auch. Das langweilt doch. Immer wieder das gleiche Denken, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht geliebt, ich bin nicht gewollt, ich bin nicht anerkannt. Das ist doch sau langweilig. Also, diese Leier, die haben wir. Nützen wir sie doch für uns. Es ist ein tolles Tool. Es ist ein unglaubliches Tool. Da ist so viel Power dahinter, hinter Konsistenz und immer wieder wiederholen und das Gleiche und das Gleiche. Weil auf die gleiche Art und Weise bist du zu der Leier gekommen, die jetzt in dir läuft. Bist du zu dem Rückschluss gekommen, dass du diese Person, diese Identität bist, von der du glaubst, dass du sie bist, weil du ja dir immer wieder die Geschichten darum erzählst. Und genau deswegen ist es so, so wichtig, dass du dir erlaubst, das zu tun in einer Leier. Dass du dir erlaubst, dich zu langweilen mit den schönsten Gedanken, mit den Gedanken über, wie lieb du dich hast, wie großartig du dich findest, wie toll dein Leben ist, wie erfüllt du bist, weil du bist Realität. Du bist Realität, da kannst du nichts dagegen tun. Deine Realität ist deine Identität und deine Identität manifestiert sich und zeigt sich dir im Außen. Punkt, Fact, aus, Amen. Also, akzeptiere das und mache dich zu der Person, aus dem Divine Design, aus dem höchsten, göttlichen, perfekten Design, die du wirklich bist, wenn du nicht robotermäßig affirmieren würdest, dass du es nicht bist. Wenn du nicht wie ein Spürhund immer wieder schnüffeln würdest, wo du Beweise findest gegen dich. Und all das kommt natürlich immer. Aber wenn du dieses Affirmieren oder auch Ask-firmieren wie ein Roboter für dich wirklich anerkennst und es mal umsetzt, krass umsetzt, so wie ich das in meinen Coachings teache und du das wirklich machst und dich dahinter setzt und sagst, okay, ich bin jetzt mal bereit, das zum Abkotzen zu machen, wirklich. Und dann noch weiter hinaus. Das ist Training. Das ist Veränderung. Das ist Shift. Und die Leute, die bereit sind, das zu tun, auch in meinen Coaching-Räumen, die haben ihre Ergebnisse, die haben ihre Erfolge, die sehen ihre Macht, die sehen ihre Kraft. Und dann kriegen sie wieder Motivation, weiterzumachen. Aber wenn du immer aufhörst, weil du Ausreden hast von keine Zeit oder es langweilt mich oder es fühlt sich nicht gut an oder ich glaube das doch gar nicht, was ich da die ganze Zeit sage und affirmiere. Oder ich muss mich um andere Sachen kümmern, andere Dinge sind wichtiger. Das ist Bullshit von deinem Ego, der dir immer wieder erzählt, bleib im Alten, bleib im Status Quo, bleib im Mangel, bleib im Leiden, bleib in der Überzeugung, dass für dich die Dinge vielleicht nicht so sind. Diesen Switch, diesen Schlüssel, das ist der Master Key. Und weil so viele das alleine nicht schaffen und nicht dranbleiben, biete ich meine Coaching-Räume an. Du kannst jetzt noch einsteigen in
geliebt, verehrt und außergewöhnlich. Das geht noch diesen Monat. Nächste Woche startet dann noch ein anderes Programm. Das ist das nicht für die SP-Leute, sondern die etwas anderes haben wollen, die Leichtigkeit im Leben haben, die Freude haben wollen, die Geld haben wollen, die einfach sagen, wenn alles möglich ist, ich hol's mir, kannst du einsteigen in Erhaben, erfüllt und mächtig. Wir starten am 9.7., das ist genau am nächsten Dienstag um 20 Uhr. Und melde dich jetzt noch dafür an, wenn du in der Community bist, kriegst du einen Rabatt, dann kostet es 30% weniger. Damit hast du eigentlich schon die 3 Monate Community-Mitgliedschaft bezahlt plus dieses Programm. In der Community hast du 2-mal Hot Seat, einmal Hot Seat, einmal Fragen und Antworten. Du hast Austausch, du hast einen Selbstliebekurs, du hast Selbstkonzept, I Am-Anleitungen. Du kannst dich austauschen. Das ist ein No-Brainer. Du machst einen Kurs bei mir und hast gleichzeitig 3 Monate weitere Betreuung in der Community dabei. Mach das, melde dich zuerst für die Community an und komm dann in einen dieser Intensivkurse für SP, geliebt, verehrt und außergewöhnlich, für alles andere erhaben, erfüllt und mächtig. Da starten wir erst am Dienstag für geliebt, verehrt und außergewöhnlich. Hast du die Aufzeichnung jetzt schon im Pad und du trittst ein und bist all in dabei? Wenn du dazu Fragen hast, stelle sie mir jetzt. Es ist die letzte Möglichkeit, in diese 1 zu 1, sondern engen, intensiven Coachings mit mir einzusteigen. Dieses Jahr biete ich keines mehr in dieser Intensität zu diesem Pricing an. Das ist deine letzte Chance, wirklich hier einzusteigen und mich an deinem Hinterteil zu haben. Natürlich, wenn du nicht mitmachen willst, wenn du nur beobachten willst, kannst du auch. Aber ich kann dir versprechen, wenn du mitmachst, hast du Ergebnisse. Wenn du beobachtest, wartest du weiterhin auf Ergebnisse. Und es ist mir so wichtig, dass du deine Sachen bekommst, dass du weißt, es ist alles für dich da. Du musst auf nichts warten, du kannst alles sein und wenn du es bist, dann hast du es und wenn du es hast, dann freust du dich drüber. Aber in diesen Zustand musst du dich begeben. Da kann dich keiner reinbegeben. Ich kann dir helfen, ich kann dich unterstützen. Das tue ich zu meinem besten Wissen. Ich kann dich nicht zwingen, ich werde dich auch nicht zwingen, aber ich werde dich immer wieder anhalten, dir erklären, warum es so, so wichtig ist, in diese Umsetzung zu gehen. Ja, wenn du Fragen hast, schreib mir ein E-Mail. Ansonsten stelle unbedingt sicher, dass du hier unter diesem Video in der Beschreibung stelle unbedingt sicher, dass du unter dieses Video schaust. Da gibt es ganz, ganz viele Links, auch für Selbstlernkurse, für Masterclasses. Und finde unbedingt den Link, wo du dich für meine E-Mail-Liste eintragen kannst. Erstens mal kriegst du die Masterclass, hol dir deine Macht zurück, gratis zugeschickt. Und zweitens mal wirst du an der Verlosung teilnehmen, weil sobald wir 4.000 Abonnenten erreicht haben, werde ich wieder gratis 1:1 Gespräche verlosen. Ein 1:1 Gespräch hat den Wert von 480 Euro. Also schau, dass du dich anmeldest, like, kommentiere dieses Video, teile es mit deinen Freunden und Bekannten. Denn es ist ein Wissen, das tatsächlich geheim gehalten wird. Weil damit kommst du raus aus Leid, damit kommst du raus aus Traurigkeit, damit wirst du gesund. Keine finanziellen Probleme mehr. Einfach gar kein Problem mehr. Es gibt kein Problem. In meiner Realität, in der Divine Design World, sind wir alle ermächtigt. Und wir wissen, alles kommt aus einer Energie, aus einem reinen Bewusstsein. Nichts ist limitiert. Es gibt keine Grenzen. Wir sind grenzenlos. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video.